Es ist Südamerikas Serengeti, das Pantanal. Und mitten hindurch führt eine Straße. Sie führt über 120 Brücken. Durch eine atemberaubende Tierwelt. Und schlammige Abenteuer. Begleiten Sie uns auf der Fahrt zu Cowboys. Und wilden Tieren. Auf und entlang dieser Straße. Wir sind auf dem Weg zu dem größten Schwemmland des Planeten, dem Pantanal im Südwesten Brasiliens. Nur eine einzige Straße führt hinein, die Transpantaneira. Poconé ist der Ausgangspunkt unserer Expedition auf Brasiliens wildem Highway. Vor 30 Jahren war die kleine Stadt eine Metropole des Viehhandels. Heute ist sie Anlaufstelle für Glücksritter und Goldgräber. Nur wenige Kilometer hinter Poconé beginnt sie, die Transpantaneira. Wir wollen sie bis zu ihrem Ende in Porto Joffre rund 150 Kilometer weit befahren. Der Schlagbaum öffnet sich schnell für Naturliebhaber. Wer Tiere beobachten will, soll hier rasch auf seine Kosten kommen. Kontrolliert wird vor allem bei der Ausfahrt, denn zu viel wurde auf diesem Weg herausgeschmuggelt. Auch Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Vorsicht, hier können Wasserschweine queren. Und die Capybara-Mutter scheint sich mit ihren zwei Jungen auf das Warnschild verlassen zu können. Der Fischbussard hofft wohl eher auf ein Verkehrsopfer. Die Transpantaneira wurde vom brasilianischen Militär in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut. Zuvor brauchten die Viehzüchter Tage und Wochen, um ihre Rinder zum Markt nach Poconé zu treiben. Die Straße sollte den Abtransport erleichtern. Historische Aufnahmen zeugen vom Aufwand, der nötig war, um das Sumpfland befahrbar zu machen. Die Transpantaneira wurde auf künstlichen Dämmen gebaut. Bei einer Jahrhundertflut kurz danach wurde sie zum endlosen Staudamm. Über 800.000 Rinder ertranken. Es fehlten genügend Brücken, durch die das Wasser hätte abfließen können. Das hat sich geändert. Heute befährt man über 120 Holzbrücken. In einem mehr oder weniger vertrauenserweckenden Zustand. Wir sind bei Kilometer 20. Die Wasserstelle ist bei Kaimanen beliebt. Das Pantanal ist die Region mit der weltweit höchsten Krokodildichte. Und bis zum Beginn der Regenzeit sammeln sich die Kaimane auch an der kleinsten Wasserpfütze. Ebenso die Wasserschweine. Hungrige Kaimane sind vor allem für ihre Jungen eine Gefahr. Rabiate Maßnahmen der Eltern sind gefragt. Da hat sich eine junge Echse wohl zu viel zugetraut. Jetzt aber rasch an Land, bevor noch ein großer Kaiman auftaucht. Verstärkt setzt man hier auf Tourismus.
Auch deshalb soll die Landschaft entlang der Transpantaneira so bleiben, wie sie war. Viele Viehzüchter haben bei der Jahrhundertflut vor fast 40 Jahren ihr ganzes Hab und Gut verloren. Umso mehr überraschen die großen Viehtransporter. Was das wohl zu bedeuten hat? Wir hoffen, das im Laufe unserer Reise zu erfahren. Nach Sonnenuntergang nehmen allmählich die Tiere Besitz von der Transpantanera. Dann haben Chakalakas die Straße für sich. Sie gehören zur Familie der Hokko-Hühner. Die ansonsten eher unauffälligen Vögel sind hier wohl bekannt, wegen ihrer lauten Rufe am frühen Morgen. Eine stark vergrößerte Luftröhre sorgt dafür, dass sie kilometerweit zu hören sind. Unser erstes Etappenziel, die Farm von André von Toroni. Wasser ist ihr Element. Kaum eine andere Rasse ist so an das Leben im Sumpf angepasst wie die wertvollen Pantanalpferde. Ohne diese Pferde könnten die Cowboys ihre Arbeit nicht verrichten. In den Zeiten des Hochwassers sind sie ihr einziges Fortbewegungsmittel. Der Farmbesitzer hat sich als einer der ersten für einen Tourismus eingesetzt, der den Pantaneros ihre Lebensweise erhalten und dennoch eine Zukunft geben will. Die meisten Cowboys in Andres kleiner Bar, übrigens der einzigen an der gesamten Transpantaneira, kommen aus Poconé. Dort gibt es kaum mehr Arbeitsplätze. Während die Männer ihren Feierabend genießen, wollen wir die nächtliche Tierwelt auf Andres Farm erkunden. Im Scheinwerferlicht sieht man oft Tiere, die tagsüber im Verborgenen leben. Night Spotting nennt man das hier. Eine beachtliche Anzahl von Kaiman-Augenpaaren leuchtet da auf. Nachts sind fast alle im Wasser und lauern auf Beute. Gleich nebendran eine Wasserschweinfamilie. Die fürsorglichen Nager nehmen ihre Jungen in die Mitte. Hier sind sie einigermaßen sicher. Ein Riesentagschläfer. Auch er ist auf der Jagd. Und schließlich ein Krabbenwaschbär. Anders als seine nordamerikanischen Verwandten ist er mehr auf Krabben, Krebse und Fische spezialisiert. Morgendämmerung im Pantanal. So hören sich also Chakalakas an. Im Duett singen die Pärchen Konkurrenten in Grund und Boden. Höchstens der ebenso lautstarke Hyazinth-Ara kommt dagegen an. Sechs Jahre ist es her, dass wir den Spuren einer ansässigen Wasserschweinfamilie nachgegangen sind. Damals ist uns ein Jungtier besonders ans Herz gewachsen. Es humpelt, weil sein linkes Vorderbein fehlt. Das Junge ist wohl einer Kaiman-Attacke zum Opfer gefallen, trotz der wachsamen Verwandtschaft. Die Wunde ist gut verheilt. Doch niemand weiß, wie lange das kleine Wasserschwein mit nur drei Beinen überleben kann.
Würde Dreibein, wie wir es tauften, auf Dauer mit anderen mithalten können? Nun also, 6 Jahre später. Dreibein taucht auf, angelockt durch das Geräusch herunterfallender Mangos. Ihr physisches Handicap hat sie durch eine kluge Entscheidung wettgemacht. Dreibein ist die ganzen Jahre in der Nähe der Farmgebäude geblieben. Das war wohl die beste Überlebensstrategie. Sie konnte sogar Nachwuchs großziehen und dürfte mittlerweile Oma sein. Auf einer Fazenda trinkt man morgens Guarana. In Wasser aufgelöst, wirkt das Pflanzenpulver anregend wie Kaffee. Das brauchen André und seine Männer, denn heute wollen sie Vieh zusammentreiben. Das Horn dient nicht der Folklore. Es ist ein wichtiges Hilfsmittel im Umgang mit den Rindern. Erfahrene alte Ochsen folgen dem Ruf des Horns und übertragen ihre Ruhe auch auf die Herden. Vor allem die Wasserbüffel können aber auch rasch in Panik geraten. Es ist, als sei man unversehens in einen Western geraten. Aber André, der Farmbesitzer mit deutsch-ungarischen Wurzeln, legt Wert darauf, dass diese Lebensweise heute im Einklang mit der Natur stehen muss. 97% vom Pantanal ist Privatland. Wir haben keine großen Parks hier. Durch den Tourismus konnten wir einen neuen Wert dieser Natur geben und die Leute verstehen, dass ein lebendiger blauer Hyazinth-Makau oder ein Jaguar kann auch Reichtum und Würdigkeit der Gegend bringen. Für die Hyazinth-Aras wäre es beinahe zu spät gewesen. Nur etwa 5000 leben noch in freier Wildbahn, die meisten davon im Pantanal. Auch dank der Nistkästen, die mittlerweile auf vielen Fazendas stehen. Besuch von den Nachbarn. Die beiden wollen den deutschen Tierfilmern etwas zeigen. Ohne die Erlaubnis vom Fazenda-Besitzer dürften wir hier nicht fahren. Denn wie André schon erwähnte, liegt fast das gesamte Gebiet entlang der Transpantaneira in den Händen von Privatleuten. Diese große Grube hat Viseci Rondon anlegen lassen. Als eine Art Wiedergutmachung an die Kaimane. Hier können die 2 bis 3 Meter langen Echsen die Trockenzeit sicher überstehen. Das war früher anders. Jedes Jahr wurde fast 1 Million Kaimane erbarmungslos abgeschlachtet, ihrer wertvollen Häute wegen. Zu fressen gibt es genug. Deshalb überwintert auch eine Kolonie von Waldstörchen auf der Fazenda. Jetzt, kurz vor Beginn der Regenzeit, brechen sie auf in Richtung Süden. Die Einstellung der Pantaneros zur Natur hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Sie haben auch die Wildtiere schätzen gelernt. Schließlich kommen mehr und mehr Touristen auch aus dem Ausland, um die Serengeti von Südamerika zu bewundern. Noch ist die Trockenzeit nicht zu Ende. Aber in wenigen Wochen könnte Sumpfhirsch und Zerjema das Wasser bis zum Hals stehen. Wer auf ein Leben im Baumwipfel eingerichtet ist, muss sich vor der Flut nicht fürchten. Baumameisenbären leben überwiegend auf Bäumen. Auch der Kapuzineraffe wird nasse Füße womöglich vermeiden können.
Aber viele Bodenbewohner werden auf den höher gelegenen Waldinseln Zuflucht suchen. Und sich dabei näher kommen, als so manchem lieb sein dürfte. Der Pfad auf Stelzen führt zu einem Beobachtungsturm, der im Hinterland von André von Turonis Fazenda liegt. Oben angekommen dauert es nicht lange und schon schaut ein junger Brüllaffe vorbei. Uns beschleicht ein merkwürdiges Gefühl. Wer beobachtet hier eigentlich wen? Hier oben sind wir auf Augenhöhe mit den Baumbewohnern. Ein erwachsenes Brüllaffenmännchen zeigt sich demonstrativ gelangweilt. Seine Truppe besteht aus ein paar Weibchen und Jungtieren. Dieses Weibchen trägt seinen Nachwuchs noch auf dem Rücken. Blondinen bevorzugt, könnte man meinen. Denn nur die ausgewachsenen Männchen haben ein schwarzes Fell. Ein Braunohr-Arasari. Eine Vogelart aus der Familie der Tukane. Blau- oder Rotkehlguan? Der hier dürfte ein Hybrid sein. Die Kapuziner teilen sich den Lebensraum mit den Brüllaffen. Ganz ohne Stress. Während die Erwachsenen die Baumwipfel nach Nahrung absuchen, vertreiben sich die Jungen die Zeit mit Spielen. Aber Achtung! Hier herrscht Gefahr von oben. Spielverderber. Aber bei Temperaturen an die 40 Grad empfiehlt es sich ohnehin, ein Schläfchen zu machen. Der kleine Kapuziner scheint sich nach Abkühlung zu sehnen. Denn es wird immer schwüler. Zurück auf die Transpantaneira. Die ersten Wolken brauen sich am Himmel zusammen. Taira heißt diese Marderart. Das Tier hat sich wohl einen Dorn eingezogen. Der Himmel hinter uns wird immer dunkler. Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Regenzeit. Blitz und Donner scheint die Tierwelt nicht zu stören. Ganz im Gegenteil, die Wasserschweinherde ist völlig entspannt. Dann öffnet der Himmel seine Schleusen. Der starke Regen hat die Erdpiste buchstäblich in Schmierseife verwandelt. Zum Rand hin ist sie auch noch abschüssig. Unser Wagen macht sich auf unangenehme Weise selbstständig. Um ein Haar wären wir nicht auf, sondern unter dieser Brücke gelandet. Ein wenig Glück braucht man eben auch. Die Tiere scheinen den Atem anzuhalten und jeden Regentropfen zu genießen, den das erste Gewitter der Saison liefert. Ein Spektakel, das sich bis tief in die Nacht hinzieht. Am nächsten Morgen das übliche Konzert an der Transpantaneira. Auch wenn für andere noch Schlafenszeit ist, legen sich die Chakalakas mächtig ins Zeug. Die Brüllaffen sehen das locker und entspannt. Ihr Gebrüll
wäre ohnehin um einiges lauter. Die Transpantaneira ist immer ein wenig höher als ihre Umgebung. In nassen Zeiten ist sie deshalb ein beliebter Sammelpunkt für freilaufende Rinder. Andere erfreuen sich an neuen Wasserquellen, die sie neben der Straße finden. Und wir können endlich wieder losfahren. Ein umgestürzter Baum hat uns auf einer Nebenstraße blockiert. Das Unwetter hat viele morsche Bäume gefällt. Jetzt, da das Wasser allmählich steigt, geht mancher Kaiman auf Wanderschaft. Über 30 Millionen soll es wieder im Pantanal geben. Der hier ist wahrscheinlich auf der Suche nach einem neuen Wasserloch. Mit wenig Gedränge. Bis die Straße wieder besser passierbar ist, wollen wir uns auf dem Pishaim-Fluss umsehen. Er unterteilt die Transpantaneira bei Kilometer 63 in Norden und Süden. Sein Fischreichtum wird nicht nur von Sportfischern geschätzt, sondern auch von einem Tier, das in der Literatur als Einzelgänger beschrieben wird. Recht viel mehr ist nicht bekannt über das geheime Leben von Lontra longicaudis, dem neotropischen Flussotter. Wir haben das Glück, dass sich gleich zwei dieser Einzelgänger vor unsere Kamera gesellen. An den sandigen Flussufern sollen sich manchmal sogar Jaguare blicken lassen. Den Gefallen tun uns die Katzen diesmal leider nicht. Und so brechen wir auf in Richtung Süden. Ein Opfer der Straße. Reptilien leiden am meisten unter dem Verkehr. Kaum jemand hält sich an ein tierfreundliches Tempo. Dafür ist immer Zeit für ein Schwätzchen bei einem Schluck kalten Wasser. Mönchsittiche sind bemerkenswerte Architekten. Gerne wählen sie sich Strommasten als Baugrund für ihre luxuriösen Wohnanlagen. In diesem Gemeinschaftsnest verfügt jedes Pärchen über einen eigenen Eingang. Schlafzimmer und Brutkammer sind inklusive. Hier oben hat man den Überblick. Wenn unten auf der Straße ein Goldteju seinen Kragen riskiert. Die letzten Strommasten entlang der Transpantaneira. In ein paar Metern endet die Versorgung mit Elektrizität. Dann gibt es nur noch Strom vom Generator. Nicht immer, aber immerhin manchmal. Eine gelbe Anaconda hat es so eilig, in den Schatten zu kommen, dass sie nicht einmal bemerkt, wie scharf sie beobachtet wird. Der junge Virginia Uhu scheint interessiert. Aber die Anaconda ist fast 4 Meter lang und wohl etwas zu groß für ihn. Sie ist kurz vor der Häutung, eine äußerst sensible Zeit für die Schlange, da sie dann wegen der Augeneintrübung nur noch schlecht sehen kann. So muss es vor 40 Jahren fast überall an der Transpantaneira ausgesehen haben. Die großen Rinderherden hielten das Gras kurz und sorgten dafür, dass die Landschaft nicht von Büschen überwuchert wurde. Genau das passiert dort, wo nach der Jahrhundertflut die Rinderherden bis heute verschwunden sind.
seltener Anblick. Zwei Pantaneros haben ihre Gäule gegen Drahtesel eingetauscht. Büffel, die früher problemlos queren konnten, finden kaum mehr ein Schlupfloch im Gestrüpp, das im Süden der Transpantaneira oft bis zum Straßenrand wächst. Da hilft nur Geduld haben und warten, bis die schwarzen Kolosse freiwillig abziehen. Etwa 700 Vogelarten haben Biologen bis jetzt im Pantanal gezählt. Das sind mehr, als man in ganz Europa finden kann. Vogelliebhaber aus der ganzen Welt kommen hierher. Echte Profis, wie man sieht. Rohrspotter bleiben ihr Leben lang zusammen und haben sich immer viel zu sagen. Auch die Halsbandwehrvögel leben in einer monogamen Beziehung. Sie werden an die 15 Jahre alt. In dieser Gegend stehen die Rinderfarmen seit langem leer. Was die beiden Cowboys hier wohl machen? Frische Jaguarspuren. Wir sind im wilden Süden der Transpantaneira angekommen. Unser nächstes Etappenziel bei Kilometer 110 ist ein Jaguar-Reservat. Wieder ein Viehlaster. Aber dieser hier ist leer und fährt zurück in Richtung Stadt. Die Lösung des Rätsels liegt direkt an der Straße. Hier werden junge Rinder ausgeladen. Also investiert wieder jemand in das Land. Ein Bild, das man hier lange nicht mehr gesehen hat. Diese Männer können meist weder lesen noch schreiben. Sie haben ihr Leben lang als Cowboy gearbeitet und sind froh, dass es endlich wieder das zu tun gibt, was sie beherrschen. Aber ein Großteil vom Land liegt immer noch brach. Denn wer rentabel sein will, braucht an die 1000 Stück Vieh. Auf der Lodge des Jaguar-Reservats setzt man deshalb schon lange auf umweltverträglichen Tourismus. Als erstes wollen wir erkunden, wen es hier in der Dunkelheit auf die Straße treibt. Die imposante Insektenmenge kann uns nicht abhalten. Denn nachts im Jaguarland unterwegs zu sein, ist immer wieder ein spannendes Abenteuer. Diese Fuchsart wird hier liebevoll Lobinio, Wölfchen genannt, weil sie aussieht wie die Miniatur des großen Verwandten. Die Füchse leben paarweise und gehen meist nachts auf die Pirsch. Ebenso der kleine Bruder des Jaguars. So nennt man hier den Ozelot, der von uns nicht weiter beeindruckt ist. Das war nicht immer so. Lange Zeit hat man auch auf diese schöne Katze Jagd gemacht. Der Ozelot zählte sogar zu den am stärksten von der Pelzjagd betroffenen Katzenarten. Wer morgens von dieser Geräuschkulisse umgeben ist, weiß, dass er in der Nähe der Transpantaneira sein muss. An keinem anderen Ort in Brasilien schreien die geflügelten Wecker so um die Wette. Vogelliebhaber sind dann schon längst auf den Beinen.
So früh am Morgen trifft man auf der Straße noch Schopfkarakaras und Tokos an. Ein wenig abseits lässt sich ein kurioser Vogel bewundern. Der Riesentagschläfer tarnt sich so perfekt, dass man zweimal hinschauen muss. Mutter und Kind verschlafen den Tag, denn dieser Vogel geht erst nachts auf die Suche nach Beute. Die Hose in der Socke scheint eine Art Erkennungszeichen unter Vogelliebhabern zu sein. Nur Amateure ziehen in kurzen Hosen los. Als das Jaguar-Reservat noch eine Rinderfarm war, hatte man für Hyazinth-Aras nichts übrig. Heute bietet man den Gästen fachkundige Führungen. Der Tourismus-Spezialist Douglas Trent hat die Familie von Eduardo Falcão de Arruda vom Konzept des Ökotourismus überzeugen können. Die Leute hier seien zufrieden, meint Eduardo, dass sie jetzt im Einklang mit der Natur ihren Unterhalt verdienen. Hier hat die Natur ihren Wert. Und die wilden Tiere in den Feuchtwiesen entlang der Transpantaneira haben so eine Zukunft. Nach der Jahrhundertflut vor 40 Jahren mussten viele Pantaneiros ihr Land verkaufen. Auch heute noch sind die Nachfahren ehemaliger Gutsbesitzer einfache Angestellte, die froh sind, wenn es nur Arbeit gibt. Als Cowboy zu arbeiten hat Tradition. Hier draußen heißt es nicht nur mit Rindern umgehen und sein Pferd beherrschen zu können. Handwerkliche Fähigkeiten sind ebenso gefragt. Nicht nur, dass diese Männer mit Viehzucht oder Tourismus wieder eine Perspektive erhalten. Wir hoffen, dass dadurch auch diese einmalige Kulturlandschaft Bestand hat. Kurz vor Sonnenaufgang freuen wir uns schon auf das tägliche Konzert im Pantanal. Die Öko-Wecker auf der Öko-Lodge werden wir im fernen Deutschland ganz sicher vermissen. Aber noch ist unsere Reise nicht zu Ende. Wir wollen den südlichsten Abschnitt der Transpantaneira erkunden. Längst haben wir aufgehört, die Brücken zu zählen. Aber diese hier birgt ein Geheimnis, auf das wir eher zufällig stoßen. Die beiden Schlangen scheinen sich zu einem Knoten verschlungen zu haben. Bei einer Tonaufnahme entdecken wir sie direkt unter der Brücke. Die Anacondas sind dabei, sich zu paaren. Vom Lärm, den die Autos auf der Brücke verursachen, lassen sich die beiden nicht aus der Ruhe bringen. Weiter geht's. Schließlich wollen wir das verliebte Pärchen nicht stören. Hier scheint die Natur schon länger sich selbst überlassen. Das hat Konsequenzen. In der überwucherten Buschlandschaft brennt es immer häufiger. Brände, um die sich keiner mehr kümmert. Zumindest in dieser Jahreszeit kommt die Lösung des Problems von oben. Kormoran und Wasserschwein werden in den nächsten Monaten noch häufig im Regen stehen. Wir aber hoffen, dass dieser infernalische Guss bald aufhört.
Denn hier im Süden ist die Piste in einem deutlich schlechteren Zustand. Bald wird das Wasser auch ohne Regen steigen. Denn vor allem die Schneeschmelze in den Anden lässt das Pantanal über ein weit verzweigtes Flusssystem volllaufen. Dann wird auf diesem Abschnitt der Transpantaneira kein Durchkommen mehr sein. Fischliebhaber können in der Regenzeit den Hals nicht voll genug bekommen. Denn die im Grund vergrabenen Fische kommen jetzt aus ihrem schlammigen Unterschlupf heraus. Aus Wiesen werden Marschen, dann allmählich Seen. Ob Pferd, Tapir oder Sumpfhirsch. Der Wasserstand bestimmt das Leben der Tiere im Pantanal. Wasserbüffel stammen wie die weißen Rinder ursprünglich aus Asien. Die Sumpfspezialisten wurden schon 1895 in die Amazonasregion eingeführt. Von dort kamen sie dann zur Transpantaneira. Noch ein paar Kilometer liegen vor uns. Dann haben wir das kleine Dorf Porto Joffre erreicht. Porto Joffre liegt am Cuiabá-Fluss. An seinem Ufer endet die Transpantaneira. Doch das ist nicht der Grund, weshalb wir uns nach einem kleinen, schnellen Boot umsehen. Nicht weit entfernt mündet der Piquiri, ein weiterer Fluss in den Cuiabá. In den sandigen Uferzonen der Mündung soll es gut möglich sein, die größte Katze Südamerikas zu sehen, den Jaguar. Aber auch andere Tiere machen es sich am Ufer gemütlich. Eine Riesenotterfamilie ruht sich vom Spielen mit dem Nachwuchs aus. Mit dieser Haltung gibt ein Kaiman zu verstehen, das ist mein Revier. Wir sind nicht allein auf der Suche. Der Schlangenhalsvogel muss sein Gefieder trocknen, denn es ist nach jedem Tauchgang völlig durchnässt. Riesenotter brauchen das nicht zu tun. Die Wölfe des Flusses wurden wegen ihres dichten Pelzes lange Zeit bejagt. Bis heute gelten die neugierigen Tiere als bedroht, auch weil ihr Lebensraum schwindet. Douglas Trent ist den Jaguaren im Pantanal schon seit vielen Jahren auf der Spur. Dort in den grünen Büschen soll ein Jaguar liegen. Filmen ist auf einem schwankenden Boot viel schwieriger als fotografieren. Aber irgendwo da drin muss er sein. Da, rechts hinter dem Baumstamm liegt er und beobachtet uns. Unglaublich, wie perfekt er getarnt ist. Niemand weiß genau, wie viele Jaguare sich hier ständig aufhalten. Aber Forscher sprechen von einer ungewöhnlich hohen Dichte. Schon lange weiß man, dass dieses Gebiet ideal für den Jaguar ist. Er ist ein hervorragender Schwimmer. Von den Menschen hat er nichts mehr zu befürchten. Und Beute gibt es genug.
Hier liegen schon viele auf der Lauer. Eduardo glaubt aus langjähriger Erfahrung, dass der Jaguar dort auf dem Baum bald aktiv wird. Gebanntes Warten. Endlich. 100 bis 150 Kilo wiegt ein Weibchen wie dieses. Und sie hat etwas im Visier. Wir alle halten den Atem an. Was hat die große Katze vor? Welche Beute auch immer ihr Interesse erweckt hatte, sie ist im dichten Pflanzenteppich abgetaucht. Das Jaguarweibchen hat sich das wohl etwas leichter vorgestellt. Das ist nicht der erste Jaguar, den wir filmen. Aber selten waren wir so nah, konnten die Katze so lange bei ihrer Suche nach Beute beobachten. Vielleicht fehlt ihr die Erfahrung. Vielleicht ist sie noch nicht in der richtigen Stimmung für die Jagd auf eine wehrhafte Beute wie den Kaiman. Offenbar aber haben die scheuen Jaguare hier gelernt, dass Menschen im Boot keine Gefahr mehr für sie bedeuten. Gerne würden wir die Katze noch weiter beobachten. Aber sie hat uns länger als erwartet an ihrem Leben teilhaben lassen. Wir finden, das ist mehr als genug. Unsere Reise auf Brasiliens wildem Highway hätte schöner und abenteuerlicher kaum sein können. Die Transpantaneira hat uns einen atemberaubenden Einblick in die reiche Tierwelt des Pantanal gegeben. Bis dahin, wo der Cuiabá ihr ein natürliches Ende setzt. Montagabend, querbeet. Über 3000 Sommerblumen brauchen die Stadt.